Also die Sperrklausel finde ich eigentlich überhaupt gar nicht gut, weil ich bin eh der Meinung, dass SPD und CDU viel zu viel Sitze im Parlament haben. Ja, mir ist es auch wichtig, dass kleine Parteien auch dabei sind, weil ich glaube, jeder Bürger in unserer Gesellschaft hat eine Meinung und das soll auch gehört werden. Und ja. Ich finde es grundsätzlich schwierig, dass weniger Meinungen vertreten werden können und dadurch halt auch ja, die großen Parteien irgendwie diese kleine Monopolstellung irgendwie dann in der Politik haben könnten. Siehst du das auch so? Ja, ich finde es eigentlich wichtig, dass die kleineren Parteien noch sich vertreten können, weil sich meine Interessen irgendwie mit den Parteien, die gerade so da sind, nicht so sehr decken. Also ich finde das ja nicht so gut, weil dadurch die Meinungsvielfalt ein bisschen unterdrückt wird und ich denke, auch kleinere Parteien sollten sagen können, was sie denken. Ich bin Verfechter der Demokratie und grundsätzlich sollten natürlich alle möglichen Parteien das Recht haben, ihre Meinung zu äußern und irgendwo gehört zu werden.